Muss ich fairerweise sagen, ich muss erstmal die Folien neu machen, nach dem, was du alles gesagt hast. Wollen wir mit der Hühnerbrühe anfangen? Das kann ich aus dem FF. Vielleicht mal ganz zu Anfang eine Frage von mir an euch. Ich finde es schön, dass wir eine kleine Runde sind. Wer von euch ist denn im Unternehmen auch zuständig bereits jetzt, nicht nur für Texterstellung, sondern eben für das, was wir als Copy bezeichnen, also das, was Verkaufstexte betrifft? Ein Verkaufstext ist grundsätzlich immer alles, wo dann unten irgendwo steht, hier klicken zum Kaufen oder so etwas in der Art oder hier klicken, um mehr zu erfahren. Diese Sachen, macht das schon jemand? So ein bisschen? Okay, cool. Faden verloren, ist aber nicht so weiter schlimm, weil ich wollte auf was ganz Bestimmtes raus, aber da komme ich bestimmt später nochmal zu. So, was wir uns heute anschauen, sind drei Schritte zu geilen Texten. Finde es schon mal schön, dass ihr heute hier seid und dass ihr nicht nur einfach draußen sitzt und die Sonne genießt, dass ihr euch aufgerafft habt und mir hier heute zuhört. Deswegen starte ich gleich mal mit meiner eigenen Person. Ich muss dazu sagen, Copywriting, das hört sich immer so arg verwegen an, ist aber nach meinem Dafürhalten fast schon ein sehr, sehr langweiliges Thema. Warum ist das so? Komme ich gleich zu. Liegt in der Hauptsache daran, dass der Copywriter als solches, und deswegen kommt mir dieser Beruf sehr entgegen, auch eher ein fauler Mensch ist. Mal ganz kurz zu meiner Person. Ich mache das seit etwa 11 Jahren, dass ich hauptberuflich im Internet tätig bin. Habe mal angefangen, deswegen auch dieses schnell und hektisch reich werden, mit digitalen Infoprodukten, also mit Produkten, die man sehr, sehr schnell erstellt, sehr schnell in den Markt drückt und eben auf verschiedene Wege dann verkauft und aber sehr, sehr stark launchgetrieben ist. Was bedeutet das? Ich musste im Prinzip alle halbe Jahre spätestens ein neues Produkt entwerfen oder eben über meine E-Mail-Liste eben schauen, dass jemand anderes neue Produkte hat und die dann eben auch wieder immer weiter bewerben. Mittlerweile habe ich mein Geschäftsmodell so organisiert, dass ich eben strategische Beratungen mache und das Copywriting mit dazu abliefere. Dann gibt es auf der einen Seite Menschen, die sagen, Copywriting, das ist so ein Ding, das kriegst du mit in die Wiege gelegt, das kannst du einfach. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch eben Frameworks, mit denen wir arbeiten können, um eben sehr, sehr schnell, sehr effizient konvertierende Texte zu erstellen. Und wie arbeitet so ein Texter? Nun, grundsätzlich ist es so, dass ein Texter nicht einfach nur ChatGPT fragt und sagt, hey, schreib mir mal einen Text. Ich meine, wer von euch nutzt ChatGPT? Auch für Verkaufstexte? Meine Erfahrung ist, ich nutze es auch, ich nutze es aber hauptsächlich für Ideen, zur Ideenfindung. Ich finde es relativ schwierig, wenn ich ein Produkt habe, sage ich aber gleich ja noch was dazu, wie man das trotzdem einsetzen kann, wie man ChatGPT einsetzen kann. Ich finde es schwierig, einfach zu sagen, Mensch, schreib mir mal eine Sales-Copy, du bist Copywriter, schreib mir mal eine Sales-Copy für mein tolles Haarwuchsmittel oder Ähnliches. Da kommt meist relativ viel Unsinn raus. Oder aber zumindest ein Text, den ich sehr, sehr stark bearbeiten muss. Und ein Texter, so wie ich Texten kennengelernt habe, macht in aller Regel erstmal eins. Er schreibt ab. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Texter, die Swipe-Files haben. Also wenn euch ein Text gefällt, von dem ihr seht, dass er euch gefällt oder auf den ihr möglicherweise konvertiert habt, dann ist es keine schlechte Idee, das schon mal irgendwo ein Foto zu machen, abzuspeichern, den Link zu speichern. Auch wenn ihr Mails habt, macht euch einen speziellen Folder. Viele E-Mails sind sehr, sehr cool geschrieben. Und wenn du merkst, hey, da habe ich drauf konvertiert, dann geht es mit Sicherheit ganz vielen anderen Menschen genauso. Und deswegen finde ich es cool und deswegen mache ich das auch. Ich habe so eine Sammlung für mich und dort schaue ich immer nach, wenn ich spezielle Ideen brauche, um eben auch mal was Cooles einfach zu schreiben, schreibe ich einfach irgendwo ab. So, aber gibt natürlich auch ein Framework, drei Schritte zu genialen Texten und die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist die sogenannte 10+1 Methode und auch diese drei Schritte, die habe ich geklaut. So wie Texter das eben halt machen, also die ist nicht von mir entwickelt, die habe ich aus dem Amerikanischen übernommen, von Evaldo Albuquerque, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist ein Copywriter, der hauptsächlich im Finanzbereich ist. Ich werde auch nachher nochmal das Buch, wer will, hier vorne kann man sich's anschauen. Das ist der 16 Worlds Sales Letter, wie gesagt auf Englisch eben, ein Amerikaner. Und nach diesem Framework, wenn du nach diesem Framework arbeitest, kannst du im Prinzip nicht
rausfallen. Denn das Framework basiert auf 10 einfachen Fragen und eben der Headline. Und wenn du die zusammenfügst, dann hast du eben wunderbar deine Copy, die du zusammenfassen kannst. Also es sind 10 simple Fragen und es ist natürlich ein Framework für eine Headline. Wir fangen mit der Headline an. Die besteht aus 3 Komponenten in diesem Fall. Und zwar erst einmal deine Einzigartigkeit. Also das ist die USP, die du quasi hast, die du entwickelst. Was macht dein Angebot besonders und für den Kunden einzigartig? Was ist das, was dich auszeichnet und was dich unvergleichlich macht? Sollte man immer haben, gibt es auch eine sehr, sehr coole Frage, die man sich dazu stellen kann. Die ist auch wiederum geklaut von Dan Kennedy in dem Fall, einer der großen Copywriter. Warum sollte ein Kunde genau dein Angebot wählen und nicht irgendein anderes eines Wettbewerbers, einschließlich der Möglichkeit, vielleicht auch gar nicht zu konvertieren? Und wenn du da einen zwingenden Grund herausfinden kannst, das ist ein bisschen Arbeit. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, die man machen muss, ist erstmal zu schauen, was ist denn der zwingende Grund, was ist das Alleinstellungsmerkmal, was ich habe für meinen Kunden. Diese Einzigartigkeit, die solltest du auf alle Fälle erst einmal rausschreiben. Und wenn du das gemacht hast, wenn du weißt, okay, in diesem Punkt bin ich unvergleichlich, dann hast du auch niemals eine Preisdiskussion. Viele Online-Angebote konkurrieren ja, oder wenn es um vergleichbare Produkte geht, wie Waschmaschinen oder Ähnliches. Wer schon mal eine Waschmaschine gekauft hat, im Grunde genommen geht es darum, wie viele Programme hat die und letzten Endes, was kostet die. Und dann nimmt man einfach die Firmen sind relativ austauschbar, Bosch, Siemens etc. Miele ist vielleicht ein bisschen teurer, aber die haben ja auch wieder speziell, die sind eigentlich im Prinzip unvergleichlich, weil die eben eine besondere Qualität, zumindest in den Köpfen ihrer Kunden haben. Und letzten Endes geht es dann aber trotzdem auch nur darum, wo kaufe ich da, wo es am günstigsten ist, wenn ich mich für etwas entschieden habe. Und in dem Moment, in dem du aber einen USP hast, in dem du unvergleichlich bist, gehst du voll und ganz aus dieser Preisdiskussion raus und kannst im Prinzip Preise nehmen, wie du es für richtig hältst. Dann haben wir den dringenden Wunsch des Zielkunden, etwas zu verändern oder zu erreichen. Im Fall der Waschmaschine wäre das natürlich jetzt, dass er etwas besonders sauber gewaschen haben möchte. Das kann aber auch verschiedenes anderes sein. Da ist es immer schön, wenn man einen Pain Point hat, also etwas, was den Kunden wirklich stört und was er mit Hilfe deines Angebots eben beseitigen kann. Sei es nun, dass er abnehmen möchte, sei es nun, dass er besser aussehen möchte, das sind immer so schöne Sachen, dass er vielleicht mehr Geld verdienen möchte, dass er mehr Ansehen haben möchte, alles solche Geschichten, das ist das, was du rausfinden musst, was deinen Zielkunden antreibt, um sein Motiv herauszufinden, damit er nachher bei dir kauft. Also was ist der Wunsch, was kann dein Angebot erreichen, was der Kunde gerne als Verbesserung haben möchte in seinem Leben? Und dann ist es wichtig, dass du ihm etwas Neues anbietest, einen neuen Mechanismus, um sein Ziel zu erreichen. Warum ist es ganz besonders wichtig, dass es etwas Neues ist? Wenn wir mal jetzt weggehen von beispielsweise Oldtimern oder eben Sammlerbedarf, Bares für Rares beispielsweise, solche Sachen, dann ist es immer so, dass wir neue Sachen natürlich bevorzugen, neue Technologien, neue Entwicklungen, natürlich neue Produkte. Und jetzt kannst du nicht einfach sagen, hey, meine Waschmaschine wäscht genauso gut wie die vor 3 Jahren von Siemens erfunden worden ist, sondern deine muss natürlich weißer waschen letzten Endes oder schneller sein. Sie muss etwas Neues anbieten können, damit du eine Chance hast, den Kunden dafür auch zu begeistern. Wir sind von unserem Hirn her so ausgerichtet, dass wir gerne nach Neuem lechzen, dass wir Neuigkeiten brauchen. Das ist auch, warum eben News so gut funktionieren. Zeitungen, nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Wir brauchen immer neue Sachen, die uns antreiben. Und das sind die Mechanismen, die wir brauchen, um unser Produkt, unser Angebot eben entsprechend aufzubauen. So, für unser Beispiel, ich weiß nicht, wir haben sehr, sehr viele hier, die waren das letzte Mal noch nicht da. Aber für den Fall, dass ihr, wenn heute die Party vorbei ist, nochmal in die Hotelbar gehen wollt. Das war es letzte Jahr nämlich so, dass man dann so nach kurzer Zeit schon so gegen 12 Uhr da hinaus komplimentiert wird. Und deswegen habe ich mir überlegt, um mal ein Beispiel zu bringen, an dem wir uns jetzt hier entlanghangeln,
überlegen wir uns doch, wie könnten wir jetzt mal eine neue Hotelbar hier beispielsweise verkaufen. So, wir hätten jetzt zum Beispiel hier einen USP anzubieten. Also normalerweise ist es hier so, die Hotelbar macht gegen 12 Uhr zu. Und wenn da noch 10 Leute sitzen, die alle sagen, ich möchte jetzt noch ein Bier, dann sagt der Kollege an der Bar, ja, geht aber nicht, weil es jetzt 12 Uhr. Also wäre unser USP beispielsweise, dass du hier bei uns in der Hotelbar einfach so lange feiern kannst, wie du Bock hast. Ja? Bis morgens früh. Ups, bin noch gar nicht so weit. Das wäre unser USP. Feiern eben bis morgens früh in der Hotelbar. Was wäre denn der Wunsch des Zielkunden? Der Wunsch des Zielkunden, in der Bar zusammenzusitzen, ist doch beispielsweise eben Zusammenhalt zu schaffen, nochmal Gemeinschaft zu erleben, einfach nochmal zu reflektieren und nicht alleine zu sein. Wir Menschen sind Rudeltiere, wir wollen gerne ein bisschen was zusammen erleben. Das wäre so der Wunsch unseres Zielkunden, den wir weitergeben wollen. Und der Mechanismus, dieses völlig neuartige Konzept ist, dass wir motiviertes Personal haben, das gerne für unsere Gäste da ist. Etwas, was hier in der Hotelbar absolut bahnbrechend neu ist. Und aus diesen drei Informationen, also einmal, wir feiern bis morgens früh an der Hotelbar, wir verbinden Menschen, wir schaffen Zusammenhalt und wir haben motiviertes Personal, das auch gerne die Gäste bedient, erreichen wir durch die Kombination ganz einfach unsere Headline. Und zwar, feiern bis zum Morgengrauen, so verbindet man Menschen und schafft Zusammenhalt durch motiviertes Personal. In der Headline ist jetzt auch in keinem Wort im Prinzip erwähnt, dass es sich um eine Hotelbar handelt, weil es geht nicht darum, um das, was ich verkaufe, sondern es geht darum, dass ich diesen Wunsch nach der Zielerfüllung im Prinzip auslöse. Wenn wir die Headline haben, ist übrigens auch nicht unbedingt zwingend notwendig, dass du die Headline zum Anfang machst. Wir machen sie jetzt einfach nur deswegen vom Anfang, weil es ja chronologisch in die Reihenfolge passt. Wenn du beispielsweise merkst bei der Beantwortung der Fragen, dass du vielleicht auch einen anderen USP noch mal ein bisschen brauchst oder dass sich das verändert, so ein Text wächst ja auch, ist lebendig und lebt, dann kannst du auch ruhig die Headline nachher machen. Texte sind generell nicht in Stein gemeißelt heutzutage, zum Glück ist nur eine Änderung auf der Festplatte, von daher kann man das alles auch im Nachfeld noch mal anpassen. Kommen wir jetzt zum Framework für die Fragen, für die 10 plus 1 Fragen. Die erste Frage: Was unterscheidet dein Produkt von allen anderen, die es bereits auf dem Markt gibt und auch einschließlich deiner eigenen, weil du willst ja etwas komplett Neues machen. Ich habe schon gesagt, wir sind so konzipiert, dass wir ständig auf der Suche nach etwas Neuem sind. Wir wollen immer auch, dass etwas unterschiedlich ist, dass etwas anders ist. Und für unsere Hotelbar könnte das zum Beispiel bedeuten, dass die Hotelbar normalerweise bereits um 24 Uhr zumacht und unser neues Konzept bedeutet aber, dass die Gäste so lange feiern dürfen, wie sie möchten. Unser motiviertes Personal ist auch nach Mitternacht noch sehr gerne für Sie da. Frage Nummer 2. Was hat denn jetzt der Käufer davon? Was hat unser Kunde davon, wenn er bei uns kauft? Das ist diese berühmte Frage, die ihr vielleicht kennt. What's in it for me? Das ist eine Frage, die sich der Kunde sehr am Anfang stellt. Die müssen wir auch natürlich ganz schnell beantworten. Für unsere Hotelbar könnte das sein, dass er durch geselliges Beisammensein eben neue Kontakte knüpft und vorhandene bereits vertieft. Das ist ein sehr großer Nutzen für ihn. Und natürlich ist Feiern auch ein zentraler Bestandteil eben des menschlichen Zusammenlebens, den wir durch die lange Öffnungszeit bestärken möchten. Also hier in dieser Frage haben wir ganz klar eben die Vorteilskommunikation. Was bedeutet das im positiven Fall für unseren Kunden? Frage Nummer 3. Das ist der Moment, in dem wir Proof of Concept reinbekommen. Wenn ihr ein neues Produkt habt, habt ihr vielleicht schon eine Beta-Phase gehabt. Wenn es noch keine Beta-Phase gibt, gibt es aber vielleicht schon bestehende Kunden, die einfach was Positives zum Unternehmen sagen können. Die kann man an dieser Stelle zum eben dazu bringen, dass sie etwas mit Positives zum Unternehmen sagen, kann man Testimonials einbauen an dieser Stelle. Für uns bedeutet das, an dieser Stelle bin ich leider raus, weil die Diskretion vorgeht. Alles das, was in der Hotelbar passiert, bleibt natürlich auch unbedingt in der Hotelbar. Frage Nummer 4. Warum hat der Käufer das Problem bislang nicht lösen können? In dem Moment, in dem wir den User in unseren Verkaufstext reinziehen,
hat er vielleicht noch gar nicht hundertprozentig erkannt, dass er ein echtes Problem hat. Aber in dem Moment, in dem wir nochmal den Finger hier in die Wunde reinlegen und ihm zeigen, hey, du machst dies und dies und das und du hast dieses Problem definitiv nicht lösen können, verstärken wir einfach nochmal den Druck auf ihn und erzeugen einfach nochmal ein bisschen mehr Schmerz. In unserer Hotelbar war es bislang immer so, dass alle motivierten Versuche, das Personal nachts mit Trinkgeld und noch mehr Umsatz zu bestechen, einfach kläglich gescheitert sind. Das war tatsächlich unser Versuch. Das ist aber auch das, warum wir das Problem nicht haben lösen können. Egal, was wir versucht haben, es war einfach schlicht und ergreifend nicht machbar. Und weil es für solche Sachen immer auch einen Schuldigen gibt, in dem Moment nehmen wir den Kunden wieder aus der Verantwortung heraus und fragen, wer ist denn einfach schuld? Weil der Kunde selber ist ja auf gar keinen Fall schuld. Kennt ihr vielleicht von Fitness- oder Abnehmwerbung? Oftmals ist es dann so, die Fitnessindustrie will oder die Nahrungsmittelindustrie will nicht, dass du diesen Trick erfährst, weil sie, die sind die Bösen, die wollen dir weiter kalorienreiche Sachen verkaufen und so weiter und so weiter. Ja, also es wird sehr, sehr häufig eingesetzt in diese Richtung. Es gibt immer einen Schuldigen, es gibt immer ein Feindbild, was letzten Endes aufgebaut wird oder aufgebaut werden soll an dieser Stelle. Tatsächlich können wir nur vermuten, wer denn jetzt hier der Feind ist. Es könnte tatsächlich sein, dass es eine Anweisung der Geschäftsführung ist. Das wäre natürlich schade, aber es wäre natürlich noch viel schlimmer, wenn das Personal von sich aus vielleicht gar nicht länger arbeiten möchte. Also das bereits vorhandene Personal der alten Hotelbar, wenn die an dieser Stelle sagen, na, aber es ist so spät und ich bin nach Hause und ich bin müde und ich habe den ganzen Tag schon auf den Beinen verbracht. Das könnte so beispielsweise eben der Schuldige sein, das ehemalige Personal oder aber auch eben die bisherige Geschäftsleitung der alten Bar. Wir wollen ja eine neue Bar. Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt? In dem Moment, in dem der Kunde weiß, okay, ich habe hier ein Problem und ich bin nicht der Schuldige, aber es gibt eine Lösung, dann brauchst du natürlich auch die Dringlichkeit, weil du willst ja nicht, dass der irgendwann in die Hotelbar kommt, vielleicht in 2 oder 3 Jahren, weil jetzt sind wir ja hier, jetzt wollen wir feiern und dein Kunde ist jetzt auf der Webseite und der soll ja auch jetzt gefälligst kaufen und nicht sagen, ja, okay, ich melde mich in 3 Tagen oder so irgendwas. Nee, der soll ja jetzt, deswegen brauchen wir einen richtigen Zeitpunkt und der ist genau jetzt. Und die Campix bietet genau den richtigen Einstieg, um das Personal auf längere Feiern an der Bar natürlich einzustimmen und die Menschen, die auf der Campix sind, sind besonders freundlich und bleiben auch gerne sehr, sehr viel länger natürlich in der Bar. Deswegen ist jetzt der ideale Zeitpunkt für unsere Hotelbar. Wichtig ist, ein Kunde kauft immer nur dann, macht sein Portemonnaie auf, wenn er genügend Vertrauen hat. Und Vertrauen kann man über verschiedene Dinge erreichen. Der einfachste Weg, wenn ich im Direct Response tätig bin, ist, dass ich meinen Expertenstatus einfach nochmal etabliere. Werbung funktioniert sehr oft so, kennt ihr vielleicht noch, als ihr, wer von euch guckt analoges Fernsehen? So mit Werbung und sowas allem? Ja? Früher gab es ganz klassische Werbung, da ist so einer mit so einem, hier der Stefan auch, mit diesem Wrigley Spearmint Gum einfach durchs Bild gelaufen, dann wurde gesungen, Wrigley Spearmint Gum, Gum, Gum. Ist bestimmt schon 40 Jahre alt oder so, ist aber so eingebrannt im Kopf bei mir, weil ich das als Kind immer wieder und wieder gehört habe. Und wer Kinder hat, der weiß, Werbefernsehen bildet. Die Wiederholung macht es einfach aus. Und irgendwann ist man der Meinung, hey, ich kenne den oder ich kenne das Produkt. Und das ist gut, weil das kenne ich aus der Werbung, weil ich bade meine Hände gerade, ein Spülmittel. Aber ist nicht schlimm, weil das pflegt ja sogar die Hände. Ja, also diese Sachen, die immer wiederholt werden, auf der einen Seite, funktionieren sehr, sehr gut. Da wir aber die Möglichkeit im Direct Response gar nicht haben, weil der vielleicht mit einem Klick schon wieder weg ist, müssen wir hier eben schauen, dass wir uns jetzt als eben Experte positionieren können, dem man vertrauen kann an dieser Stelle. Wie kann man das machen? Man kann zum Beispiel an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es das Unternehmen schon seit x Jahren gibt, dass wir Marktführer sind in diesem Bereich oder wenn es um eine Person geht, dass sie eine spezielle Ausbildung hat beispielsweise. Hier kann man auch eine Querqualifikation nehmen. Ich habe eine Kundin, die ist Ärztin für die ist Betriebsärztin und die ist aber zusätzlich auch noch leidenschaftliche Tango-Tänzerin. Und aus der Tangoarbeit haben wir diesen Führungsaspekt herausgenommen, der ja ganz wichtig ist, wenn man tanzt, dass man sich eben auch führen lässt und dass man aber auch eben führen kann.
Und da wir in dem Moment eben mit Unternehmern sprechen, haben wir hier eben diese führende Positionierung über den Tango-Tanz noch mit eingebaut. Das ist so eine Querqualifikation, die kann manchmal Sinn machen. Da muss man einfach im Einzelfall schauen, ob es passt. Wenn es passt und wenn es den Hauptexpertenstatus unterstreicht, dann würde ich es an dieser Stelle einsetzen. Ansonsten möglicherweise lieber darauf verzichten. Für unsere Hotelbar bedeutet das aber, letztes Jahr mussten wir miterleben, wie kurz nach 12 mit der letzten Runde eben gedroht wurde und wir ins Raucherzimmer abgeschoben worden sind und sogar die Getränkeautomaten besonders schnell leer waren. Das ist eben der Moment, den kennen wir, wir haben das miterlebt, wir sind quasi Experten dafür, dass die Hotelbar ganz besonders zentraler, wichtiger Punkt ist und dass sie einfach nicht genügend liefern kann. Und das können wir eben ändern, weil wir dieses spezielle Fachwissen uns einfach erarbeitet haben im letzten Jahr. Wie genau funktioniert es? An dieser Stelle müssen wir natürlich schauen, dass wir ganz besonders einfach es dem Kunden machen. Also, dass wir ihm zeigen, hey, du kannst jetzt hier den Button drücken und dann wirst du auf die Bestellseite geleitet. Und auf der Bestellseite findest du einfach ein Formular und dort trägst du deine Daten ein und dann ist es alles ganz super easy einfach. Oder für den Bereich der digitalen Produkte kann man ihm erklären, wie der Kurs aufgebaut ist, den man dann im Anschluss eben verkauft, den der Kunde dann eben benutzt. Beispielsweise, dass es sich um ein Online-Seminar handelt, das aufgezeichnet ist und dass man ganz einfach auch anhand von Checklisten eben das Wissen aufbereitet bekommt und nacharbeiten kann. Für unsere Hotelbar bedeutet das, das Personal wird an den Umsätzen nach Mitternacht einfach beteiligt und dadurch steigt natürlich die Eigenmotivation, mehr Umsätze insbesondere auch spätabends zu machen. Letzte Frage, vorletzte Frage. Wie kann ich starten? Auch hier nochmal wieder die Einfachheit halber, die Einfachheit, wie es einfach ist, dass man eben sehr, sehr leicht in das Kundenerlebnis eben reinkommt, wie der Prozess aussieht, dass es, welche Bezahlmöglichkeiten es gibt. Also all diese Sachen schon mal vorbereiten, dass es nachher am Checkout keine Überraschungen für den Kunden gibt, ihm genau erklären, was ihn erwartet und was er umzusetzen hat. Bei uns ist es ganz einfach, komm einfach heute Abend in die Bar, der Eintritt ist kostenfrei und dann können wir sofort direkt dir zeigen, wie cool es ist, eben nach Mitternacht auch noch an der Hotelbar zu sein, wobei ich gesehen habe, das Programm geht heute bis um 2, das heißt, wir müssen vielleicht früher nochmal in die Bar kommen. So, Frage Nummer 10. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage nochmal, die macht nochmal Dringlichkeit für den Kunden, deswegen kommt sie auch nochmal am Ende. Greift das nochmal auf, was kann ich denn verlieren als Kunde, wenn ich dein Angebot nicht annehme? Das ist ganz oft die Umkehr aus der Frage 2, also dessen, was ich eben gewinnen kann. Also beispielsweise, dass ich, wenn ich jetzt das Angebot nicht wahrnehme, nicht nur, dass alles so bleibt, wie es vorher war, sondern dass es bei mir eben auch jetzt so ist, dass ich vielleicht, wenn ich weitermache wie bisher, mich nicht weiterbilde, vielleicht einen schlechteren Job habe oder dass ich, wenn ich jetzt in dem Abnehmbereich wieder bin, dass ich nicht nur nicht abnehme, sondern dass ich möglicherweise auch gesundheitliche Probleme bekomme oder Ähnliches. Also das ist immer dann jetzt die Verschlimmerung dessen, von dem, was ich eigentlich loswerden möchte. In unserer Bar kannst du dich natürlich zurückziehen und deinen Tag reflektieren. Aber, um das nochmal auch hier zu unterstreichen, du verlierst dadurch natürlich den Anschluss, etwas, was wir als Menschen ja nicht wollen. Wir sind ja, wie gesagt, Rudeltiere. Du verlierst den Anschluss an eine feine Gruppe Menschen, die dich gerne in ihrer Mitte haben. Also hier diese Einsamkeit rauskehren für unsere Hotelbar, wer nicht teilnimmt, um eben dann nochmal zu zeigen, ja, hey, sei am besten mit dabei, denn sonst verlierst du eben hier den Anschluss an die ganzen Menschen. So, und wenn wir diese 10 Fragen beantwortet haben, ich glaube, es ist für niemanden jetzt ein Hexenwerk, für sein eigenes Produkt die zu bearbeiten, zu beantworten, dann haben wir relativ wenig zu tun, nämlich ganz einfach, wir fügen diese Fragen einfach zusammen und haben dann eben einen fertigen Verkaufstext. Und an dieser Stelle möchte ich ganz gerne noch mal darauf hinweisen, dass ein Verkaufstext, ihr kennt das vielleicht von Webseiten, die sind dann teilweise so ewig lang, Kilometer, bis man dann unten irgendwann zum Button kommt, hauptsächlich aus dem amerikanischen Bereich kommt das.
Die konvertieren natürlich sehr, sehr gut, weil sie sehr, sehr viele Aspekte eben immer und immer wieder aufgreifen und jeden Einwand schon im Vorfeld behandeln. Letzten Endes ist es so, dass ein Verkauftext meiner Meinung nach immer exakt so lang ist, wie er unbedingt sein muss. Ich will die Aufmerksamkeit nicht verlieren. In dem Moment, in dem ich künstlich füllen muss, verliere ich möglicherweise eben meinen User, der eben noch interessiert war. Deswegen komprimiert die lieber, im Zweifelsfall lieber einen recht kurzen, knappen, knackigen Text und nicht endlos lange rumlabern, nur weil der halt noch 5000 Wörter oder so lang sein muss oder 3 Kilometer Seite zu füllen sind. Und dann bleibt grundsätzlich noch die Frage, was war denn eigentlich jetzt mit ChatGPT? Und wenn du diese 10 Fragen beantwortet hast und wenn du jetzt noch Ideen brauchst oder wenn du im Formulieren vielleicht nicht ganz so cool bist, dann gehst du wirklich nochmal her zu ChatGPT beispielsweise. Und für viele Menschen ist das eine sehr schöne Lösung. Ich habe auch einen Kunden, der ist im Trading-Bereich, der tradet halt lieber, Sprache ist nicht so seins. Und der hat ein festes Framework, mit dem er seine Mails konzipiert und die gibt er bei ChatGPT ein und dann kommen die wunderbar unten wieder raus und versendet der und dann haben die auch keine Rechtschreibfehler oder sehr, sehr wenig. Für mich persönlich, wie gesagt, ist es hauptsächlich ein Ideengeber, aber wer jetzt wirklich sprachlich untalentiert ist, beantwortet einfach die 10 Fragen für sich und gibt dann eben einen sehr, sehr langen Prompt bei ChatGPT ein mit eben den Antworten. Schreib mir, du bist ganz wichtig, am Anfang immer sagen, du bist Copywriter. Da könnt ihr ruhig auch mal jemanden nehmen wie Rick Chevron oder Dan Kennedy oder wer euch auch immer einfällt, Evaldo Albuquerque, wobei ich glaube, kennt ChatGPT nicht. Und dann kommt eben, schreibt mir eine Headline mit diesem USP, mit diesem Wunsch des Zielkunden und mit diesem neuen Mechanismus, den wir entwickelt haben. Dann kriegt ihr schon mal eine sehr, sehr coole Headline. Und danach stellt ihr einfach die 10 Fragen, beziehungsweise das, was ihr bearbeitet habt in den 10 Fragen, nochmal in den Prompt. Und habt ruckzuck einen fertigen Verkaufstext, bitte immer noch mal drüber lesen, ob das auch mit dem, was ihr als Produkt habt, tatsächlich übereinstimmt. Das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem, dass ChatGPT eben nur Wörter aneinander reihen kann und nicht drüber nachdenkt, was es da eigentlich vor sich herquasselt. Deswegen nutze ich es sehr, sehr selten, aber wenn man da relativ wenig Erfahrung hat oder eben noch zusätzlich was braucht, dann macht es schon durchaus Sinn. Für Ideen nutze ich es allerdings auch sehr gerne. Gerade Headline-Ideen oder so kann man sich immer mal geben lassen. Finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Aber wie gesagt, immer gucken, ob das tatsächlich denn auch so passt. Und oftmals muss man sprachlich doch noch einen kleinen Ticken eben anpassen, umformulieren. Und dann ist man im Grunde genommen fertig. Und ziemlich exakt haben wir jetzt 28 Minuten dafür gebraucht. Und genau solche 28 Minuten brauchst du eigentlich auch nur, wenn du einen Verkaufstext nach diesem Framework machst. Fragen beantworten, zusammenfügen, fertig. Dankeschön. Super, vielen, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Bitte. Ja, immer die anderen. Entschuldigung. Wer ist schuld daran, dass der Kunde das Problem bislang nicht lösen konnte? Also schuld daran ist jetzt nicht die Waschmaschine, sondern schuld daran ist beispielsweise der Hersteller, der seine Waschmaschinen bislang so konzipiert hat, dass die Fusseln nicht ordentlich rausgegangen sind. Du bist ja der Gute. Du musst schon gucken, genau, wer hat das Problem ursprünglich verursacht oder wer verhindert, dass dein Kunde es bislang nicht hat lösen können. Da war noch eine Frage. Also das Buch, aus dem ich geklaut habe, ist dieses. Das ist einfach ein Fragen-Framework. Das funktioniert.
Also das haben wir auch schon getestet, das teste ich mit allen meinen Kunden. Was heißt, ich teste, ich gebe tatsächlich diese 10 Fragen allen meinen Kunden zur Beantwortung und arbeite dann eben das aus, was sie benutzt haben oder was sie geantwortet haben und mache daraus den Verkaufstext. Grundsätzlich funktioniert nicht alles in den USA, was aus den USA kommt bei uns. Der Deutsche kauft nicht so, wenn er so gedrängelt wird. Da muss man vielleicht einen kleinen Ticken weniger machen. Aber an und für sich, also gerade wenn du Dan Kennedy anschaust, The Ultimate Sales Letter, weiß nicht, ob du das Buch kennst, das ist auch, also ist ein wirklich sehr, sehr gutes Buch, wer Englisch kann, Ultimate Sales Letter von Dan Kennedy, da ist noch mal sehr, sehr viel mehr aufgedröselt. Das funktioniert schon alles, weil der Mensch einfach ähnlich funktioniert. Die sind natürlich mehr so, kaufe ich, weil deren Kreditkarten werden ja über Jahrzehnte quasi bezahlt, nicht so wie bei uns, wo man Sachen auch tatsächlich bezahlen muss. Aber grundsätzlich funktioniert Gier ähnlich. Du hast noch eine Frage? Ja, ich habe da jetzt. Aha. Ja, super. Scheint doch gut zu sein. Ja, ne? Vor allen Dingen, weil ich jetzt erstmal krank war im Hals. Super schön. Ich hatte eigentlich mehrere Fragen tatsächlich. Zwar haben wir immer über die Sales Copy geredet, also über das Schreiben und so weiter und so fort. Inwiefern würdest du, darf ich du sagen in dem Fall? Nein. Nein, okay. inwiefern, also. Es ist ja immer so ein Teil, dass man halt sozusagen visuell arbeitet in den Texten und ein Teil, wo man halt pur Text arbeitet. Würdest du dann sagen selber, du setzt den größeren Fokus auf den Text oder auf zum Beispiel Visualisierungen, wie zum Beispiel ein Produkt besser ist als andere oder wie etwas bestimmt funktioniert, sozusagen um Text zu sparen oder Zeit zu sparen und das immer wieder einzusetzen? Meine Aufgabe ist der Text. Mhm. In E-Mails setze ich nur Text ein. Also sehr selten mal ein Bild, weil Bilder nicht unter Umständen nicht nachgeladen werden, sondern weil Menschen sich das auch in der Voransicht angucken. Auf einer Verkaufsseite hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Da würde ich schon mit Visualisierungen arbeiten, aber ich würde sie immer unterstützend zum Text sehen. Okay. Ja, also nicht als einzelne Elemente ohne irgendeine Nein, Erklärung? Nein, weil es unter Umständen auch nicht funktioniert. Okay. Aber ich würde immer mehrere Aspekte reinnehmen, weil wir eben, es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die schauen lieber Bilder an und es gibt Menschen, die lesen lieber. Also ich zum Beispiel lese, wenn ich irgendwo ein Video auf einer Seite habe, dann hoffe ich, dass unten drunter auch eine Mitschrift des Videos ist, weil ich das lieber lese, anstatt mir das anzuhören. Ja, das kommt ja auch auf den Kunden an, würde ich denken, inwiefern man nicht so viel Druck aufbauen möchte, um bestimmte Sachen zu transaktional zu gestalten. Genau, du musst immer deinen Zielkunden kennen. Und wir haben ganz unterschiedliche, zum Beispiel ein Kunde von mir, da geht es um Damen ab 60 in der Hauptsache. Da muss man schon sehr, sehr einfühlsam einfach sein. Das ist was anderes, als wenn ich einem 20-jährigen Checker irgendwas um die Ohren haue, sage ich jetzt mal. Also da muss man, das muss man abstimmen. Auch das Wording muss man drauf abstimmen, ganz klar. Und zu der Headline, also die Headline macht natürlich irgendwie auch Sinn. Du hast ja eigentlich theoretisch mehrere USPs sozusagen aus anderen Perspektiven mit eingebaut. Ne? Gleichermaßen hatte ich mich gefragt, inwiefern das für dich sozusagen normal ist oder okay ist, in einer Art Sales Copy Sachen einfach als neu erscheinen zu lassen, beziehungsweise Formulierungen oder Wörter so zu verwenden, dass es neuer wirkt, als es eigentlich ist. Ist das eine moralische Frage? Ein bisschen. Wir reden über Marketing. Ja, okay, gut. Hat sich das erklärt? Es gab mal so einen Marketer, der hat hier ehrliches Online-Marketing proklamieren wollen. Ich meine ganz ehrlich, keine Pille macht dich schlank und kein Börsenbrief macht dich per se reich oder kein Produkt oder weiß der Kuckuck was. Auch Ariel wäscht nicht weißer als Persil. Ja. Das ist Marketing, ja, okay. Schlussendlich. Und da muss man schon vielleicht, also ich bin nicht sehr moralisch flexibel, aber durchaus. Mhm. Es gibt Sachen, wo ich sage, wir lügen nicht. Genau, und das meine ich halt, weil das ja schnell zurückkommen kann. Und ich genau, dann, aber wenn ich jetzt einen Aspekt finde, der neu ist, also mal angenommen, ich verkaufe jetzt Persil, aber ich mache noch so irgendein kleines Pülverchen rein, von dem ich der Meinung bin, vielleicht irgendwie so ein Soda oder sowas, dass die Flecken besser gelöst werden, dann habe ich ein neues Produkt entwickelt. Und diese Neuheit, die kann ich natürlich vermarkten. Oh, okay. Ja? Es geht immer nur um einen Aspekt und den hebe ich heraus. Mhm. Okay. Bewusste und kontrollierte Manipulation. Ja, genau. Wir motivieren zum Kauf. So, da ist noch eine Frage. Ach komm, kannst du aufs Mikrofon? Jetzt habe ich es extra geholt. Ja, super. Moin. Gibt es irgendwie eine Kampagne oder eine Website, eine Landingpage oder so, wo du sagst, das hat besonders gut funktioniert, vielleicht bei deinen Kunden oder bei dir selber auch, wo du sagst, das war ein gutes Produkt und da konnte man einen super Verkaufstext draus erstellen?
Kannst du das nochmal präzisieren? Vielleicht kann ich dir gerade nicht folgen. Nö, einfach eine Kampagne von dir, wo du sagst, das hat besonders gut funktioniert. Vielleicht fällt dir irgendwas ein. Also ich schreibe sehr viel für Ralf Schmitz. Da gibt es verschiedene Webseiten, Produkte. Können wir uns gerne bei Gelegenheit anschauen. Ja, also ich schreibe halt sowohl Video als auch Text. Können wir gerne, kann ich dir gerne Webseiten zeigen. Ja. Oh ja, super. Nicht jetzt. Kein Problem. Super, gibt es noch eine Frage? Ein bisschen Zeit haben wir noch. Eine Frage zu den Texten, die bei dir nicht funktioniert haben. Ja. Und die du vielleicht geändert hast danach oder wo du Tests gemacht hast. Bei welchen Aspekten hast du oder bei welchen Teilen dieser 10 Fragen hast du festgestellt, hat die Variation am meisten gebracht? Gibt's da eine... Also wenn etwas nicht funktioniert, gibt es bei dir einen Punkt, wo du sagst, das sind die ersten 2, 3 Fragen, die ich mir angucke und dass ich dem andere Beispiele nenne? Oder sagst du, da ist jeder Kunde unterschiedlich, jedes Produkt ist unterschiedlich und man muss halt gucken? Im ersten Moment gehe ich davon aus, dass ich den Zielkunden nicht getroffen habe. Also dass mein Wording nicht passt. Unabhängig von der Beantwortung der Fragen. Okay. Also wenn ich meine Hausaufgaben richtig mache, wenn ich die Fragen richtig beantwortet habe, was das Produkt und die Vorteile betrifft, dann gehe ich als allererstes ans Wording und schreibe das einfach neu und gucke nochmal, ob ich vielleicht Signalwörter falsch gesetzt habe oder ob ich entweder nicht genügend oder zu wenig Dringlichkeit habe. Das wäre mein erster Ansatz. Und einen klaren, möglicherweise noch einen klareren Call to Action einbauen, deutlich sichtbar. Das wäre so mal das Erste, wo ich rangehe. Ansonsten würde ich tatsächlich schauen, habe ich den Wunsch des Zielkunden richtig getroffen? Weil auf dem basiert ja letzten Endes der gesamte Text. Das war die... Eigentlich ist es der Anfang, der Start. Okay. Was ist der dringende, vielleicht ist der Painpoint nicht richtig getroffen. Weil du wirst nur dann aktiv, wenn ich dich richtig mit meinem Pfeil treffe. Und okay, wenn ich das nicht richtig rausgearbeitet habe, dann muss ich möglicherweise auch nochmal neu konzipieren. In der Praxis ist es natürlich schön, oder in der Theorie ist es schön, wenn man eine sehr, sehr gute Segmentierung hat und genau sein Segment oder sein Kundensegment ansprechen kann. Mhm. Wenn man aber eine Anzeige oder einen Text für ein generischeres Keyword oder für eine generischere Suchanfrage baut, hast du viele verschiedene Intentionen, die auf deiner Seite landen. Dann würde ich unterschiedliche Seiten bauen und unterschiedliche Quellen einsetzen, aus denen ich den Traffic beziehe. Also ich würde testen tatsächlich und würde gucken, dass ich unterschiedliche Quellen und unterschiedlichen Werbeanzeigen und Quellen unterschiedliche Seiten zeige. Einfach aufgrund der Tatsache, klassisches Beispiel, ich habe einen 20-Jähriger und ich habe einen 60-Jähriger, das sind so unterschiedliche Welten, die brauchen vielleicht das gleiche Produkt, aber aus ganz unterschiedlichen Aspekten. Und die haben auch eine ganz andere, unterschiedliche Sprache. Ich habe eine Tochter, die ist 19, die versteht mich nicht. Bitte? Kosmetika habe ich jetzt selber nicht, aber wir haben zum Beispiel ein Stoffwechselprodukt. Also wirklich was klassisch zum Abnehmen. Und da haben wir unterschiedliche Wege, wie wir da eben hinkommen, um entsprechend die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Da ist ein Sportler, der einfach sich nochmal zum Jahresbeginn aktivieren will, natürlich anders als jemand, der aus dem Bereich vielleicht Arthrose oder Problemen kommt oder auch abnehmen will. Der hat einen ganz anderen Painpoint und natürlich auch eine ganz andere Sprache. Bei dem Sportler weiß ich, wenn ich dem sage, hey, wenn du 2% Körperfett verlierst, bist du 2% schneller oder 5%. Das ist was ganz anderes, als wenn ich dir sage, hey, wenn es morgens beim Aufstehen ein bisschen zwickt und wehtut, ist vielleicht nicht schlecht, wenn du mal 3-4 Kilo weniger hast. Das kannst du ganz einfach erreichen. Ja, völlig, völlig unterschiedliche Menschen. Super, vielen Dank. Einen kurzen Hinweis noch oder eine Frage, wer ist Raucher? Niemand, aber ihr wart es wahrscheinlich nicht, aber ich soll trotzdem einmal kurz ermahnen, bitte keine Zigaretten auf die Wiese werfen, weil bei der Trockenheit haben wir einfach eine Brandgefahr auf der Wiese, bevor die Feuerwehr kommen muss, statt die Karaoke nachher, wäre es ein bisschen doof. Ansonsten vielen Dank für die Fragen, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag, du bist ja noch eine Weile da. Wie wir gehört haben, auch bis zum Ende an der Bar. Genau. Also da könnt ihr noch ein paar Fragen stellen. Vielen, vielen Dank, Christoph, nochmal einen großen Applaus für dich. Danke, gerne.